Willkommen zurück zu Rogue Legacy. Wir haben endlich den zweiten Boss besiegt. Den zweiten Boss. Wir haben die Auswahl zwischen Assassination, Paladin oder Archmagier. Wir nehmen, glaube ich, den Paladin. Ah, Moment. Ja, die haben beide ungefähr das gleiche an Pech. Aber der Zauber von dem hier gefällt mir besser, also nehme ich den. So, können wir uns denn noch den Helm kaufen? Einfach damit wir ihn schon mal haben. Ja, und ich ziehe ihn auch an, weil der ein bisschen mehr Health bringt und Mana brauche ich momentan nicht. Man sieht vielleicht jetzt hin, wir werden leicht braun-grün. So langsam. Immerhin werden wir nicht blau. Oh, zwei hellblaue. Ja, yippie-yay-yay. Übrigens, sobald man den Endboss besiegt hat, kann ich ja mal eben erwähnen, ist das Spiel nicht unbedingt vorbei, wenn man nicht möchte. Nein, man kann dann einfach Rogue Legacy Plus spielen. Bedeutet einfach nochmal das Ganze, nur die Gegner sind stärker, man behält seine Updates und ja. Ich glaube, es geht bis 5 Plus hoch oder so. Aber ganz ehrlich, wer will das schon so lange spielen, außer, weiß ich nicht, jetzt irgendein Klischee reinbringen, außer die Asiaten, genau, die spielen ja immer so gut. Oh oh. Und beide auf einen Streich. Beide auf einen... Danke. Hallo, Truhe. Ich hätte gern das Geld da drin, aber... Oh. Mal gucken, wo wir landen. Gut, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber ist auch okay. Kann man die Dinger kaputt machen? Ja. Ich stelle ganz schnell Fragen und beantworte die dann selber. Ist das seltsam? Ich kann es mir denken. Das muss nicht unbedingt sein. Hallo Magier, was kannst du denn hier unten eigentlich? Ach herrje. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich fluche gern in diesem Spiel, ich weiß. Geld. Und tschüss. Wir schlagen die so weit weg, das ist ungünstig. Irgendwann landen die alle unter uns. Ach du Scheiße. Da ist vielleicht Party angesagt. Oh, ich muss schnell runter. Wow. Hallo eiserne Jungfrau, hallo ganz viel Geld, hallo Typ. Ich hau ihn einfach immer wieder gegen die Wand, dann kann er nicht runterfallen. Da hoch. Mist, er ist echt runtergecharged. So. Ich glaube, wir haben den Raum komplett clear, ne? Bis auf die Morgensterne, die immer noch rum... Ne. Gurken. Oh. Du siehst machbar aus, Magier. Der ist immer noch genauso schlecht, wie er im Anfangsgebiet war. Vielleicht finden wir hier den Boss und können den als erstes töten. Aua. Aber man hat ja irgendwie schon bei dem einen Vieh gesehen, jetzt das hängt wirklich ein bisschen an der Taktik. Okay, das war das Ende. Ich meine, wir haben den jetzt einfach durch pures, stupides Draufholzen am Ende umgebracht und... Naja. Paladin... Ja, gehen wir weg mit Spelunker. Was nehmen wir denn da? Ich glaube fast... Equip up. Eigentlich hätte ich es ja so machen können, dass ich einfach nochmal das Schloss locke und dann... Wie, also nicht, dass ich es anlocke, sondern dass ich es sozusagen... feststellen lasse über den Architekten, damit ich sozusagen nochmal in dieses Gebiet da unten rein kann, weil den roten Teleport hatten wir immer noch gehabt. Ich weiß allerdings nicht, ob der immer an dieselbe Stelle teleportiert oder einfach random irgendwo hin. Ich meine, wenn es im gleichen Schloss ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass es immer die gleiche Stelle ist, wo man dann rauskommt, aber das muss ja nicht sein. Gell?
So. Aber ich denke mal, wir wenden uns sowieso erstmal dem Schloss zu. Hoch da. Ja, wie lange schießt er denn noch? Komm, hau drauf. Was? Der kann auf Eis schießen. Uah. Genau. Why not? Aua. Oh, da kommt ein Extra. Ah. Da findet man die also. Ich glaube, wir haben jetzt alle Bosse in dem Castle hier umgebracht. Ah, das wusste ich noch gar nicht, dass es auch bei Minibossen so eine Truhe geben kann. Cool. Gefällt mir. Aber ich muss sagen, die waren inzwischen auch keine große Herausforderung mehr. Ich meine, wir wurden so oft getroffen und trotzdem war es kein Problem letztendlich. Und wieso hier so ein Vieh aus dem Turm ist, wüsste ich auch gerne. Aber darum geht es jetzt nicht. So. Oh mein Gott, er hat Gold liegen lassen. Und schon wieder. Ne, er ist mitgenommen. Oh mein Gott. Und durch. Ach, guck mal, schon wieder ein roter Teleporter. Wohin? Sehr gut. Aua. Die sind ja noch unerträglicher als sonst. Ja, schubst mich nur raus. Er will mich hier nicht. Ah, noch so ein Mistvieh. Okay, die hauen ziemlich rein. Stephanie, ich muss mal auf die Namen achten. Lady Antoinette, Lady Stephanie. Lady Faye, nö, sind alles normale Namen noch. Huch, nee, Moment. Erstmal sehen, Assassine, Atmer, ja, Assassine. Wir bewegen uns auch noch schneller, das heißt, ne, hyper, quick und so. Wir können schon bei 1000 nichts mehr leisten, das ist ja echt toll. Du hast was Neues, was denn? Ach ja, die Blattsachen. Da. Nee, equippen will ich die nicht, aber danke. Ich will nur einmal ganz kurz sehen, wie wir in einer kompletten Blut... Ne, wir haben noch keinen Bluthelm, richtig? Nee. Gut, dann warten wir noch damit ab. Wie wir in einer kompletten Blutrüstung aussehen, so komplett in Rot, das muss cool sein. Und ich hätte eigentlich schon wieder das Schloss speichern können. Schon wieder verpennt. Hey, wie schnell schießt du denn? So, jetzt gehe ich eigentlich schon wieder nach unten. Nur weil der Raum nach unten aufgebaut ist. So. Die Hauptsachen nehmen wir nochmal mit. Aber alles will ich jetzt nicht unbedingt damit schleppen. Vor allem, weil es jetzt hier unten langsam nicht mehr lohnt einfach. Ey, du bist voll abgehoben, ey. In dem Spiel? Ja, dann nehme ich's hin. Dann eben nicht. Mal drauf. Nein. Sehr schön. Endlich mal etwas, was funktioniert hat. Ach cool, der ist ja schon tot. Schön, dass wir sogar hier schon was dran hätten können. Zeug. Nee, das war nur, weil wir Crits gemacht haben. Ach so. Aber wenn wir kritischen Schaden machen, dann ordentlich, merke ich. Und wir haben auch keinen... Aua. Wir haben, glaube ich, keinen niedrigen Prozentsatz an den Criticals. Und jeder vierte Schlag circa ist ein Crit. Ist ein Crit. Aua. Ich wollte ihn doch noch ein bisschen auf dem Kopf rumtanzen. Aua. Aua.
könnte schmerzhaft sein, da runter zu fallen. Und da ist nix. Hier ist eine Truhe, das gefällt mir. Ich glaube, einige der Rüstungen kann man auch erst in den Plus-Spielen freischalten. Oh, ich dachte schon. So, ja, was dachte ich denn überhaupt? Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir mal nach oben. Oh Gott. Nee, den schaffen wir noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Probieren wir es trotzdem. Das war ein Crit. Mist. Genau reingecharged. Ich muss zwar sagen, wir sind bis dato recht gut ausgewichen, aber dafür hat es dann doch nicht gereicht. Na gut, was haben wir denn noch? Sir Lee, Sir Lady Charlotte und Sir Useless. Bisher noch nichts Neues. Aber einen Barbaren, den nehme ich gerne, auch wenn er gleichzeitig nicht in 3D sieht und alles gleichzeitig noch in diesem alten Film Darstellung, dass das alles so aussieht, meine ich. Ich glaube, das wollte ich mir eigentlich gerade gar nicht kaufen. Das ist eine recht interessante Kombination gerade. Ich überlege gerade, ich glaube, ich mache das mal eben. Weil wenn wir den besiegen, dann winkt bestimmt wieder ein Rüstungsteil, könnte ich mir denken. Könnte sein, muss nicht, ne? Einmal nach oben bitte. Danke sehr. Ich weiß, wir müssen trotzdem noch einmal komplett durchs Schloss durch und bekommen dafür kaum noch Geld. Aber, Moment, wo ist der beste Weg? Okay, das war doof, sehr doof. Das war noch dummer. Dummer am dummsten. Boah, sieht man hier schlecht mit diesem Schwarz-Weiß-Fizzle. Eigentlich seid ihr mir doch komplett egal. Ihr bringt mir sowieso jetzt gerade nicht genug Geld, als dass ich das lohnen würde. Moment, ich muss nach links. So. Das Bild da lebt, das weiß ich selber. Huh. Wusste ich doch, dass du das machst. Jetzt bist du trotzdem Geschichte. Tatsache, es kommt eine Truhe. Und Guardian Chestplate. Ich glaube, die haben wir noch gar nichts von, ne? So, dann suchen wir mal nach dem Boss. Hier ist er schon mal nicht. Ah, was mache ich denn da? Man wird echt durch dieses Eisding getroffen, dass der da beschwört, bevor er schießt. Das ist mir neu. Aber interessant. Aua. Ich würde den Boss erstmal finden. Ah, gut, da haben wir ihn ja. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was für ein Boss das war. Wir könnten es probieren, sag ich mal. Das würde ich aber ehrlich gesagt noch lieber probieren hier. Dankeschön, ihr macht es mir sehr einfach. Das hatte ich nicht erwartet, dass es so einfach ist. Die haben sich ja richtig schön brav die nebeneinander gestellt. Wir bekommen zwar wenig Geld, aber das kann ich wirklich gerade nicht ändern. So, hier ist noch mehr Geld. Wir nehmen trotz allem mit, was wir kriegen können, denke ich mal, ne? Und rein. Ist wahrscheinlich ein Fehler. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht hier. Ach, hey, so ein Mist war das. Ponce de Leon. Aua. Okay, ich glaube, der möchte ich ein bisschen mehr sehen, sagen wir es mal so. Ich kann hier irgendwie gerade so schlecht was erkennen. Aber naja. Next try. Barbarian King. Wäre eine Idee. Ja, machen wir das doch. Wir haben wieder diese Zauber, die in alle Richtungen gehen. Aber wir können nicht zurückgeschlagen werden. Das könnte von Vorteil sein. Und wir machen, glaube ich, mal Armor ab. Ja.
war doof. Wir haben noch was Neues freigeschaltet, oder? Guardian Chestplate. Uiuiuiuiui, die ist gut. Sehr gut sogar. Wie viel kostet die? Ich glaube, die hätten wir uns aber eh nicht leisten können. 1800. Ja, nee, hätten wir nicht. Glaube ich. Halt! Nicht vergessen. Wir spielen das Spiel jetzt innerhalb von ein paar wenigen Folgen von gerade mal den ersten Boss besiegt direkt durch. Also nochmal vielen Dank, Player2You, das war ein super Tipp, ne? Darauf bin ich leider gar nicht erst gekommen. Oh, 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 oh Mann, was mache ich denn hier? Einmal nach oben. Nach oben. Einmal nochmal nach oben? Nein. Egal, wir haben den Boss gefunden, das ist erstmal die Hauptsache. Jetzt ist nur noch die Frage, ob wir hier einigermaßen sicher durchkommen. Du bist falsch, das weiß ich noch. Ah, kommt schon. Sehr gut. Aua. Egal, einigermaßen durch sind wir ja immerhin. Wir sind einigermaßen durch. Ach, Fliege, geh weg. Böse Fliege. Jetzt wird er groß, größenwahnsinnig, ich weiß. Was haben wir nicht für einen Zauber? Oh. Ah, verdammt, den machen wir noch nicht genug Schaden, glaube ich. Aua. Bleiben diese Feuerbälle die ganze Zeit hier? Mist. Aua. Geh doch mal bitte an eine Stelle, wo ich dich treffen kann. Naja, es ist möglich. Wenn hier nicht überall diese verkackten Kugeln rumfliegen würden. Aua. Meine Güte. Oh, den sollten wir eigentlich schaffen. Wenn wir den richtigen haben dafür. The Boldness. Und wir können nichts lesen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Die Wand hier wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die Blade Wall. Und wir schlagen Gegner zurück. Ich probiere es mal mit dem. Ich habe schon wieder nicht auf den Namen geachtet. Tut mir echt leid. Wie heißen wir denn? Sir Mace. Nö, auch nichts Neues. Hm. Und wir können es danach auch mal, sobald wir einen bekommen, würde ich auch gerne einen Spell Sword ausprobieren. Gegen den. Moment, ich laufe schon wieder daran vorbei. Nein! Ach, verflucht, ich hab's vergessen. Naja, was soll's. Oh, das war Glück. Ich meine natürlich, das war einzigartiges Können. Natürlich. So, dann sind wir schon wieder oben. Defeat all enemies, das können wir machen. Komm. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Da ist auch noch ein Enemy. Hallo. Haben wir jetzt alle? Das waren ganz schön viele. Vampirone Chestplate. Sehr gut. Ach nee, nicht noch so einer. Warte mal, können wir nicht hier oben halten irgendwie? Komm, stirb. Dankeschön. Blatthelm, da haben wir ihn ja. Tja, so ein Zufall. Ich muss sagen, die Runs gefallen mir immer besser. Und mir fällt gerade auch auf, dass der Run hier schon viel zu lange geht. Gut, ich beende hier den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rogue Legacy. Bis dahin. Tschüss.